Schönen guten Morgen und jetzt gehe ich in die Pilze. Denn Pilze sind Meister der Tarnung und Künstler im Versteck. Aber ich denke, nach fast 40 Jahren Pilzberatung und als Pilzsachverständiger denke ich schon, dass ich, wenn ich in die Pilze gehe, immer eine Mahlzeit mit nach Hause bringe. Hey, hier steht ein herrlicher Steinpilz. Hier ist ein herrlicher Steinpilz, den werden wir gleich mal einsacken. Schön rausheben aus dem Boden. Machen wir das Loch wieder ein bisschen zu und jetzt wird er abgeputzt. Abschneiden, ob er gesund ist, so sieht so aus. Pilze haben ja in der Natur eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, von der Ökologie her. Viele Pilzgruppen stehen mit Bäumen in Verbindung, mit Baumwurzeln. Der Pilz gibt an den Baum Unmengen Wasser ab, über die Myzelien und die feine Verflechtung der feinen Haarwurzeln bestimmter Bäume. Und im Gegenzug erhält der Pilz Nährstoffe, Mineralstoffe, weil der Pilz die Photosynthese nicht mächtig ist und kein Blattgrün erzeugen kann. Das betrifft alle Röhrlingsarten, alle Täublingsarten, alle Mischlinge, alle Haarschleierlinge und auch andere Pilzgruppen. Das sind alle Symbiosepilze und hängen eng im ökologischen Kreislauf der Natur. Das scheint ein älterer Pilz zu sein, von der Größe her, vom Wachstum, vom Habitus. Man sollte ältere Pilze stehen lassen. Vielleicht sind sie schon etwas verschimmelt oder madig. Hier werden wir es mal überprüfen, ob das der Fall ist. Also ältere Pilze lässt man stehen, damit die Sporen ausfallen und dazu beitragen, die Art zu erhalten. Hier den flockenstielichen Hexenröhrling, ein ausgezeichneter Speisepilz, gut geeignet zum Abtrocknen. Da gibt es noch mehrere Arten. Es gibt einen glattstielichen Hexenröhrling, es gibt noch den netzstielichen Hexenröhrling, sind beide essbar. Der netzstielige Hexenröhrling wächst hauptsächlich bei Linde und anderen Laubhölzern. In Verbindung mit Alkohol kann dieser netzstielige Hexenröhrling, den wir hier leider nicht haben, zu leichten Verdauungsproblemen führen, aber insgesamt sind die Hexenröhrlinge, diese drei genannten, alle essbar. Ein schiefknörlichen Anis-Champignon, ein ausgezeichneter Speisepilz, der in unseren dichten Wäldern häufig vorkommt und wächst. Wie viele Champignonarten sind der Speisepilz und durchaus für die Küche zu gebrauchen. Mein Korb ist voll, Steinpilze sind gesammelt worden, ich habe Maronen gesammelt, flockenstielische Hexenröhrlinge und zu Hause werden sie noch vollständig geputzt. Ich putze sie immer grob im Wald. Hier haben wir einen Steinpilz zum Säubern. Man schaut nach, ob Würmer drin sind, schneidet die Kappe ab, guckt nach, ob die Röhren wurmfrei sind und dann schneidet man den Pilz in zwei Hälften. Vorbereiten zum Trocknen oder zum Einfrosten oder zum Braten. Und der Stiel wird auch abgeschabt, von Unrat und Dreck beseitigt. Manchmal ist ein Würmchen drin, Wurmstellen schneidet man heraus. Und wenn der Pilz dann sauber ist, beziehungsweise der Stiel, dann wird auch der halbiert, aufgeschnitten, nachgeschaut, ist er wurmfrei, jawohl. Und dann kann man den Stiel noch einmal vierteln und hat so Teile zum Trocknen und zum Einfrosten oder auch zum Braten. Und noch besser ist es, wenn man Steinpilze hat, die einen ordentlichen Hut haben, dann kann man da Steinpilzschnitzel draus machen, indem man solche Hüte mit solchen Hüten zentimeterweise Schnipsel macht. Das sind die sogenannten Pilzschnitzel dann. Schneidet man auf und die werden dann gepfeffert und gesalzen und mit Ei und Semmelmehl baniert und mit Butter goldgelb gebacken. Und das ist eine Delikatesse, Steinpilzschnitzel.